Galaxus Vierschanzturnier ist vorbei. Wir nehmen euch hinter Kulissen. Was bei der einfachen Kaffee-Idee angefangen hat, ist immer grösser geworden und schlussendlich war das ganze Marketing involviert. Eigentlich angefangen hat es mit dem Bau. Also wirklich, wir haben einfach bei null angefangen. Wir haben mal gedacht, komm, wir können jetzt mal einen Tisch aufstellen, dann ein paar Karten her, verkleistern. Dann haben wir angefangen zu malen und so ein bisschen das Gebirge zu bauen, oder? Genau, genau. Und dann sind Tests dazu gekommen. Wir müssen wissen, wie fliegen die Autos, welchen Winkel muss das Ganze haben. Ja. Wie landen sie, wie landen sie nicht. Ja, wir haben halt Chancen auch so gebaut, dass sie modular ist. Also wir haben sie eigentlich so können nach hinten und vorne verschieben, auch in der Höhe anpassen, dass eigentlich, dann haben wir können so Chancen bauen, dass es eigentlich auf den Landehügel passt. Ja, der Ramon hat die Rampe da wunderschön ingeniert, aufbauen. Und jetzt haben wir aber gemerkt, das ist viel zu schnell, der Platz ist viel zu klein. Jetzt hilft es da hier, die Geschwindigkeit von, die kommen von 80 Stundenkilometer, werden sie etwa auf null kommen. Auf null kommen? Logisch. Und dann ist halt das ganze Detail reingegangen. Also, weißt, wir haben ja ein Dorf, oder wir haben zu jedem Rennen haben wir ein eigenes Dorf bauen. Dann haben wir Häuschen gehabt, verschiedene Figuren, die wir dann aufgestellt haben. Genau, genau. Und das Schneesystem, das wir selber bauen, hat es wirklich schön beschneit wird. Ja. Das ist wirklich schön ein feiner Sand. Schnee dort liegt. Ja, und dort haben wir lange studiert, wie man den Schnee machen könnte. Also wir haben mit Mehl probiert, aber das hat nicht funktioniert. Schlussendlich sind wir bei Natrum gelandet, da wo du in der Apotheke kaufen kannst, und das war perfekt für den Schnee. Genau, ja. Dann ist es darum gegangen, den Wettkampf zu filmen. Also wir haben halt irgendwie 5 verschiedene GoPros, haben wir, glaube ich, gehabt, oder? Genau, ja. Aus allen möglichen Winkeln. Der Event selber, wenn wir dort alles fertig haben, wenn wir alles gesetzt haben, ist das Event selber nicht mehr so riesige Arbeit gewesen. Das sind 8 Autos, die wir den Berg abgelassen haben. Voll, weil wir haben auch gesagt, wir lassen es nur einmal daran. Es ist am Anfang wirklich scheiße losgegangen. Es hat kein Auto richtig gelandet. Die Distanzen waren gut gewesen. Ja, die Distanzen waren gut gewesen. Aber niemand ist wirklich schön gelandet. Da haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, das wird ein bisschen einfacher. Also, es hätte dann im Wettkampf schon eine Dätige gehabt, die gut gelandet sind. Aber die auch Front. Aber zum Beispiel der Anton Wagner, der Beetle, der VW, ja. Der hat es natürlich ganz verkeckt. Den haben wir auch nicht so erwartet, dass das so schlecht wird. Wirklich, wo im letzten Springen der Pirmin Gavi jetzt seine perfekter Sprung, hure geile Distanz, perfekte Landung. Ja. Da war also Highlight gewesen. Da bist du fast ausgerastet. ja, dort ist wirklich, das ist cool gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ich bin da hingeschaut, ich habe es nicht genau gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass ein perfekter Flug mit einer mega Distanz, eine perfekte Landung und eine perfekte Endposition hat. Pirmin Gavietzel mit dem 15.55 für die 25, die Perfektnote hier. Und wir sind gespannt, ob das in der Endabrechnung dann gegen den Japaner überhaupt reicht. Wir haben dafür Support aus dem Marketing bekommen. Wir haben Sponsoren gefunden. Das hat natürlich den Event Factor noch ein bisschen aufgelebt und noch ein bisschen la zelebrieren, das Ganze. Genau, und ich glaube, unsere Vision, die wir am Anfang hatten, die hat wirklich stattgefunden. Das hat wirklich gelebt. Also, ich habe es super geil gefunden, wie die Autos in Schnee getaucht sind und hat es aufgestäubt. Und, ja. Und die richtigen Crash-Geräusche dahinter. Und der Simon oder der Tim hat es super kommentiert. Super geil kommentiert, ja. Und der Manu hat es super geschnitten. Da ist dann halt nachher auch eine immense Datenmenge entstanden. Wo dann halt dementsprechend, ja, für Post-Production natürlich auch nicht so einfach war, ist zum Schneiden. Weil es natürlich, keine Ahnung, wie viel Gigabyte und wie viele Files das da war, um dort den Überblick zu behalten. Dann hat es ein bisschen Probleme gehabt, dass zum Teil gleich benannt waren. Da hat es natürlich einen riesen Durcheinander gegeben. Jetzt sind wir vorbei mit der Vierschanzentournee. Jetzt haben wir, ein paar Leute haben schon gefragt, ja, gibt es das nächstes Jahr wieder? Gibt es noch etwas anderes? Und also, ich finde schon, oder? Also, ja, ich hätte huere Bock, um so Sachen nochmal zu machen. Oder auch vielleicht irgendeine Sommeredition in irgendeiner Art und Weise, vielleicht noch Skispringen. Oder auch vielleicht etwas anderes. Ja, ja, wir bleiben dran. Die Ideen sind umeinander. Es brüht etwas, ja.